Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal war ich hier noch alleine unterwegs und ich war auch ganz woanders, aber diesmal habe ich tatkräftige Verstärkung mitgebracht. Der liebe Mammut ist wieder hier. Hallo Mammut. Hallo Larion. Ja, hi. So, hi. Wir sind jetzt hier in unserem neuen Haus, das wir so fleißig gebaut haben, in unserem Besprechungsraum. Und ja, dann wollen erinnere mich damals, ne, ja, als wir ja noch per Hand die Wände hochgezogen haben. Ja, damals, genau. Ne? Ich habe hier Blut und Wasser geschwitzt und Kopfschmerzen gehabt. Ja, das war noch Zeit. Da warst du auch mal krank. Da war ich auch mal krank, genau. Deswegen sage ich, ich habe Kopfschmerzen gehabt. Ja. So, also wir sind jetzt hier im Besprechungsraum und dann wollen wir mal ein bisschen was besprechen, was wir nämlich heute so machen wollen. Genau, was machen wir heute? Und zwar habe ich der Plan aus? Der Plan? Ja, einen Plan habe ich noch nicht. Ich habe bislang nur was vor. Okay. Das war ja, wie ich dir geschrieben habe, nach Oberklein-Wieselberg und da eine Stadtmauer bauen. Mhm. Denn ich will ja das Dorf ausbauen. Ich habe damit schon angefangen. Und da sollen ja auch wieder Dorfbewohner hin. Und damit denen nichts geschieht, muss da jetzt erstmal eine Stadtmauer außenrum, bevor ich das Dorf selbst weiter ausbaue. Und Beleuchtung muss hin. Mhm. Dass im Dorf möglichst keine Monster mehr spawnen. Und dann würde ich sagen, ist das Dorf so weit, dass ich da wieder Bewohner reinsetzen kann. Wo ich die hernehme, weiß ich noch nicht. Vielleicht hast du ja eine Idee. Das werden wir sehen. Mal gucken. Aber mir fällt schon was ein. Also da kriegen wir schon Bewohner hin. Ich würde sagen, also das ist der Plan für heute. Oder vielmehr das Vorhaben. Einen Plan habe ich noch nicht. Dann habe ich ein paar Fragen. Okay, ja. Dann erstens, wo sind die Kekse? Die Kekse, da musst du nach oben in dein Zimmer gehen. Okay, gut. Frage Nummer zwei. Wo ist der Part mit Feuer? Der Part mit Feuer, der ist bisher noch nicht vorgesehen. Dafür musst du sorgen. Frage drei. Wo sind die Explosionen? Gleiches. Verdammt. Musst du dafür sorgen. Gut. Dann gucke ich mal, was da aus wird. Das wird super. Vielleicht, eventuell, möglicherweise. Hast du grobe Vorstellungen für die Stadtmauer? Nein, noch nicht. Also ich hab eine Idee, wie das sein könnte, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ach so, Moment. Okay. Bevor ich es vergesse, ich sehe gerade die Möhre da im Inventar. Ich habe in der letzten Aufnahme vergessen, die Möhre wieder dahin zu platzieren. Oh nein, die arme Möhre. Ja, die habe ich da weggenommen. Jetzt geht die Möhre wieder gut. Und hat die einen Namen? Nee, die Möhre, die ich da weggenommen habe, die ist jetzt da hinten, hier im Kaninchen-Ragout. Ich nenne die Möhre Björn. Ja, nennen Sie Björn. Hallo Björn. Hallo Björn, ich kenne einen Björn. So, ich kenne auch einen Björn. Hat aber eigentlich nichts mit einer Möhre zu tun. Aber egal. Ja, gut. Die Möhre heißt jetzt Björn. Hallo Björn. Doch, der Björn, den ich kenne, der mag Möhren gerne. Ich habe ihn nie gefragt. Und der futtert sie auch kiloweise rein. Auch weil noch. Die ja so gesund sind. Ja, haben viel Vitamin A, ist gut fürs Auge. Ach, da habe ich noch Schalen. Moment, die lege ich auch hier mal ab. So. Ach ja, und wie ihr seht hier, also liebe Zuschauer, ich habe hier Quarz und Rotstein und Glühstein und so weiter. Auch noch ein paar Diamanten, den nehme ich jetzt mit. Wir werden die... Ach, was ist da alles dran? Okay. Ja, das Zeug, das ich da abgelegt habe. Ja, da war da vorhin auch schon was drin? Nein. Echt, das kommt alles von dir? Leer. Ja. Kannst du mal sehen, was ich alles gehortet habe, ja? Okay, ja, gut. Dankeschön. Bitteschön, immer wieder gern. Ja. Was wollte ich sagen? Achso, hier soll noch ein Rahmen hin mit Schweinefleisch, weil hier noch Schweinefleisch fehlt in der Küche. So, aber ich würde sagen, lass uns mal losgehen. Ich hänge auch immer wieder Fleisch, ne? Also einfach, ne? Ich gehe zum örtlichen Discounter, Supermarkt, was auch immer, hol mir eine Packung Fleisch und hänge sie mir an der Wand. Ja, so ähnlich mache ich das hier auch. Ja, dann ist ja gut. Dann sind wir aber ich bereite das vorher noch zu. Ah, okay. Gut, lass uns mal loslaufen. Ich laufe und laufe. Über den Rasen, das darfst du gerne machen. Ah, okay. Hier, bis hier da dann irgendwann ein Schild steht, nicht über den Rasen. Ich glaube, da wird nie ein Schild stehen. Glaubst du? Ich glaube schon, ja. Es sei denn, du stellst eins hin. Verdammt. Er hat mich durchschaut. Ja, dann werde ich mich aber auch nicht dran halten. Verdammt. Dann muss ich doch an Schilder halten. Ach, ja, festhalten schon, aber nicht an das, was draufsteht. Okay. Zu essen hast du genug, hast du gesagt? Ja. Ja, ich habe schon wieder Hunger. Ja, ich auch. Deswegen esse ich auch gleich was. Ich bin so verfressen einfach. Das ist unglaublich. Ja, ich bin zurzeit ganz gar nicht verfressen. Ja, du läufst auch so langsam, siehst du? Ich habe jetzt in den letzten Tagen sehr wenig gegessen. Ich lauf gar nicht langsam. Doch, ich bin schneller als du. Gar nicht wahr. Oh, jetzt ziehst du auch wieder an. Oh. Ja, jetzt ist, ne? Also, Minecraft-Rennen, ich würde es locker verlieren. Egal. Oh, ein Schaf. Hallo, Schaf. Hey, Schaf. Hey. Ja, das Brückenschaf. Das Brückenschaf. Hast du einen Namen? Nö, also bislang hat es noch keinen Namen.
alles hat bei dir irgendwie kaum Namen. Also außer natürlich der offizielle Vorname Brückenschaf. Das ist natürlich, ne? Das ist ja eher eine Bezeichnung als ein Name. Wenn ich irgendwann mal ein Mammutkalb gebären lasse, nenne ich es auch Brückenschaf. Ah, Das wird sich wahrscheinlich beschweren. Ich empfehle dir, dem Mammut dann einen zweiten Vornamen mitzugeben. Stefan. Zum Beispiel. Ob es damit dann glücklicher wird, ist auch Stefan. Ja, so. Ist das wieder was anderes? Gut, also das Brückenschaf heißt Stefan. Oh, wir haben Besuch hier. Siehst du, das will ich gerne vermeiden. Ach, warum denn? Explosionen. Okay, ich lasse deine Welt heilen. Hinter dir kommt Explosionen. Ja, hinter dir kommt gerade eine Explosion an. Ja, die wollte schon explodieren. So, dann habe ich hier noch eine Idee, nämlich diese Laternen wieder zu ersetzen durch andere. Und zwar auf Idee von vom Amiga-Link. Danke übrigens nochmal, Amiga-Link, für die Idee. Mensch, Amiga-Link, ne? Nur die Idee, aber selber hier nicht werke, ne? Das teile ich ja wieder rein. Ja. Jetzt muss ich nur mal überlegen, wie man das nochmal macht. Das soll nämlich, also das soll hier weg. Ich mach das mal eben. Das hier kommt einfach mal alles weg hier so. So, zack. Und dann habe ich Erde mit? Nee, natürlich nicht. Ich auch nicht. Aber es liegt hier so viel Erde rum. Stimmt. Dann könnten wir, hier und da mal ein bisschen was abbauen. Ein bisschen Erdarbeiten müssten wir auch, aber ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, also ich mache jetzt gerade mal diese Lampe. Moment, Erde mal hier dahin. Jetzt kommt's. So, zack. Ja, das reicht schon. Dann hier das Ding hier drauf. Und da drauf muss jetzt noch ein Tageslicht- bzw. Nachtlichtsensor. Ach, diese Dinger. Oh Gott, ja. Ja, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, wie man die baut. Ich auch nicht. Ich muss, Moment, die Werkbank ist ja hier. Soll ich das mal eben schnell googeln? Ja, mach das ruhig mal. Weil ich bin ja nicht in der Aufnahme, ich kann das ja einfach mal eben schnell googeln. Ich brauche Netherquarz und dann, ich glaube, Holz brauche ich auch noch drunter oder Stein oder sowas. Ich schau mal schnell. Und noch was, also alle neuen Plätze sind dann irgendwie voll. Ah, jetzt müsste, ja, ich weiß es leider nicht mehr. Welche Frage Dinger denn? Ob ich das Tageslichtsensor. Da. Aber Moment, ich kann da mal ein bisschen was ausräumen hier. Das da. Wo habe ich das eigentlich hier? Man braucht. So. Oberen drei sind alle Glas, die mittleren drei sind alle Netherquarz und die untersten drei Eichenholzstufen. Stufen? Oder halt Holzstufen. Treppen. Stufen. Du meinst richtige Stufen? Stufen. Stufen. Okay. Stufen haben wir hier mal. Und Glas. Ah, Glas. Das ist natürlich wieder schlecht. Mal sehen, ob ich Glas da habe. Hier, oh ja, da ist Glas. Ja, dann sollte ich das jetzt bauen können. Erstmal das dahin. Glas oben. Moment. Gleich verteilen. So. Und da Netherquarz. Ja. Jetzt habe ich 14 Stück. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal. Ja, ist für den Anfang, kann man es machen. So viele Lampen habe ich jetzt sowieso erstmal noch nicht. Das Gerümpel kommt alles heraus. Das kann alles. Mensch, weg. Bei dir sieht es ja fast aus wie in meiner Küche. Echt? Ja, so viele Spinnen. Ach so, so viele Spinnen, ja, okay. Und die fallen auch von der Decke, wie bei mir in der Küche. Ja, bei mir nicht ganz so. Also bei mir zu Hause meine ich jetzt. Moment, ich nehme das. Okay. So, und jetzt kann ich den da drauf packen hier und einmal Rechtsklick und jetzt müsste das leuchten hier. Ja, tut's auch. Yay, es leuchtet. Hast du aber fein gemacht, hast du. Ja, doch, das gefällt mir, das sieht besser aus. Ich mochte die anderen Lampen auch, aber was mich ein bisschen an den anderen Lampen stört, ist eben, dass dieses Leuchtelement selbst, das sieht jetzt hier so richtig nach Lampe aus, während das hier einfach nur so ein leuchtender Klotz ist. Mhm. Wie heißt das Ding? Der Glühstein. Ja. Das finde ich ein bisschen doof. Okay. Und du hast Redstone-Lampen schon vorbereitet? Habe ich hier, ja. Also 6 Stück jetzt. Okay. Aber ich habe ja hier noch nicht so viele Lampen. Die anderen darf ich ruhig einfach so zerstören, ne? Du hast ja keine Boots und kein Spitzhacke oder etwas in der Richtung, ne? Die habe ich jetzt nicht hier, aber das macht ja sowieso nichts. Okay. So, Moment mal. Ich gebe dir mal 3 Stück davon ab. So. Alle auf die gleiche Höhe, ja? Ja, da wo die jetzt auch sind.
Achso. Ja, ist ja. Achso, das war's. Dieselbe Höhe wie das andere. Genau. Hast du Erde? Nö. Moment. Erde. Ein bisschen Erde. So. Erde. Dann kümmere ich mich um den. Kann man ja gut jetzt machen, jetzt wo Nacht ist. Genau. So, und den noch. Und dann mit Erde hochbauen. Mit Erde, Moment. Okay, da. Da, da. Und ich vergesse den Rechtsklick da noch oben drauf, ja, auf den. Ja, ja, hab ich. Denn vorher ist das ein Tageslichtsensor, der nur Licht oder nur. Ah, nein! Ah. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Ja, der nur Strom liefert, wenn es Tag ist und ansonsten, wenn Nacht ist. So wie wir das ja jetzt hier brauchen. Mhm. Ich muss mal eben das Feld wieder in Ordnung bringen. Mach das. Dann mach's ordentlich. Ja, ja, ich mach das ordentlich. So. Freut mich sicher. Okay, was brauche ich jetzt? Erde. Zum Glück ist das ganze Wasser noch da. So, so. Und, ah ne, Moment, da kommt ja Holz hin. Oh, Erde ist alle. Die Erde alle. Ja, die Erde ist alle. Was ist denn du für eine Erde? Der hat so ein bisschen mehr weggesprengt. Oh. Als ich habe. Aber Kies, glaube ich, reicht noch. Ja, Kies reicht noch. Und Holz. Ah, wir müssen auch noch Holz wahrscheinlich abschlagen. Auch noch, Mensch. Oh, Moment mal, da fehlt ja auch noch eine. Da fehlt auch. Und das Glas auch noch. Der hat aber viel Schaden angerichtet hier. Ja, ein bisschen Eichenholz. Das ist nicht verkehrt. Jetzt muss ich mal überlegen, was brauche ich denn? Nochmal Eichenholz. Willst du denn die Stadtmauer dann insgesamt auch aus diesen Holzstein-Gedöns-Variationen machen? Würde es irgendwie dann zu den Gebäuden passen? Nicht ganz. Die Stadtmauer soll aus Bruchstein werden und aus Fichtenholz, genau. Okay. Weil wir hier hinten, da in der Ecke da oder da drüben, wo die Sonne gerade aufgeht, da haben wir eine Menge Fichtenholz. Und deswegen kann die Stadtmauer aus Fichtenholz werden. Okay. So. Da müssen wir natürlich noch abschlagen, aber es ist ja was da. Und wieder neu anpflanzen oder so, falls nötig. Ja, ja. Ja, wird wohl nötig sein. So, wo war jetzt dieses Sprengloch hier? Hier, 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 wo ich bin. Hier. Ah ja, hier. Brauchst du noch Lampen? Also den Fichtenholzwald dahin kann ich abschlagen, ja? Oder hast du so viel Fichtenholz, dass du den erstmal, dass du das immer verwenden möchtest? Ach so, ich wollte Erde mitnehmen. Ah, dumm. Ja, ich habe Fichtenholz, aber ich hab's gerade nicht hier, soweit ich weiß. Weil sonst kann ich auch nochmal zurücklaufen. Aber die Fichten, die dürfen da ruhig weg. Okay. Und kannst da was abschlagen. Ich kann die ja wieder neu anpflanzen, also dass da ein bisschen Wald ist. Kannst du? Naja, Mensch, das ist ganz schön. Ja, ich weiß nicht, was für ein Förster, ne? Aber dass du sowas kannst, wow. Ja, ja, für alle Hand. Was brauche ich jetzt nochmal? Erde, Erde, da ist Erde. So, naja, dann laufe ich eben ein paar Mal hin und her. So, hier war das. Okay, da unten noch. Ah, Erde, Mensch. Hast du mal ein bisschen Erde? Ja, ich habe ein bisschen Erde. So. Da und da soll Holz. Hier sind zwei Sandklumpen aufeinander, mitten im Fichtenholzwald. Haben die eine Bedeutung? Ja, die hatten mal eine. Ah. Also die Bedeutung haben sie eigentlich immer noch. Das war eine Markierung, als ich den Weg hierher zum Dorf gefunden habe. Ja. Das habe ich mal zufälligerweise entdeckt und dann habe ich mir da so eine Sandmarkierung hingemacht, um das wiederzufinden. Aber mittlerweile habe ich dann einen kürzeren Weg entdeckt und deswegen ist das uninteressant geworden. Okay. Also, aber ich lasse die jetzt einfach mal hier stehen. Ja, wenn du willst. Und dann irgendwann gelten die als uraltes Relikt in deiner Welt. Ja, ich werde es wahrscheinlich abbauen dann. Die gelten dann als uraltes Relikt in deiner Welt. Okay, dann lasse ich sie stehen. So, eben noch wieder die Erde hier machen. So, und Kartoffeln anpflanzen. Dass wir wieder was zu essen haben. Boah, gut, geht doch wunderbar. Und da kann ich jetzt noch ein bisschen. Ah, ne, habe ich ja genug. So, den und. Oh, da ist ja. Da ist ja noch ein Loch im Boden.
So, also nochmal Erde raus hier.